Neues Hochschulgesetz sorgt für Kritik. Mehr Pflichten und weniger Rechte für Studenten. Die Studierendenvertretung der Universität Duisburg-Essen äußert Kritik am Eckpunktepapier zum neuen Hochschulgesetz. Der Allgemeine Studierendenausschuss der Universität Duisburg-Essen zeigt sich enttäuscht, dass Studierende nicht in die Überlegungen mit einbezogen wurden. Das Eckpunktepapier der schwarz-gelben Landesregierung sieht unter anderem vor, die abgeschaffte Anwesenheitspflicht wieder zu ermöglichen. Die Hochschulen sollen so künftig freie Hand haben, ob und in welchen Bereichen sie die Anwesenheit der Studenten verlangen. Das gehe an der Lebensrealität von Studenten vorbei, von denen viele arbeiten müssten, um ihr Studium zu finanzieren, so die Kritik der Studienvertretung. Das neue Gesetz könnte nach Angaben des Ministeriums zum Wintersemester 2019/2020 in Kraft treten. Sachgrundlose Befristung. Landtagsabgeordneter fordert sofortige Abschaffung. Rainer Bischoff, Mitglied des Landtags und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der Duisburger SPD, fordert ein Ende von sachgrundlosen Befristungen für junge Arbeitnehmer. Gerade in Duisburg werde deutlich, was befristete Arbeitsverträge bei jungen Menschen anrichten. So zeige die aktuelle Arbeitslosenstatistik die höchste Fluktuation bei den 15- bis 25-Jährigen. Durch Befristungen würden sie in einen Kreislauf zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit geraten. Die persönliche Lebensplanung bleibe so auf der Strecke. Während der SPD auch auf Bundesebene in den Koalitionsverhandlungen darum kämpfen will, ist der hiesige Unternehmerverband gegen die Abschaffung von solchen Befristungen. Sie seien zentraler Bestandteil des funktionierenden und wettbewerbsfähigen deutschen Arbeitsmarkts. Alice Schwarzer zu Gast in der Zentralbibliothek. Die Stadtbibliothek und der Verein für Literatur Duisburg laden am Freitag, 16. Februar um 20 Uhr im Stadtfenster an der Steinschen Gasse in der Innenstadt zu einer Premierenlesung ein. Mit im Gepäck hat Alice Schwarzer ihr neues Buch Meine algerische Familie. In dem Buch schreibt sie über Nordafrika und über das Leben zwischen Tradition und Moderne. In dem Buch, das am 5. Februar erscheint, schreibt sie auch über islamistische Bedrohung und demokratische Hoffnungen. Alice Schwarzer veröffentlichte bislang 21 Bücher als Autorin und 22 Bücher als Herausgeberin. Der Eintritt zur Lesung kostet im Vorverkauf 9 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Eintrittskarten sind nur an der Information der Zentralbibliothek im Stadtfenster erhältlich. Duisburger Großmarkt präsentiert sich internationalem Fachpublikum. Duisburg-Kontor vertritt den Duisburger Frische-Standort auf der Fruit Logistica in Berlin. Vom 7. bis zum 9. Februar findet in Berlin die größte Fachmesse des internationalen Fruchthandels statt. Sie ist das erste Highlight für den Duisburger Großmarkt in diesem Jahr. Als eines von zahlreichen deutschen Frischezentren präsentiert sich der Duisburger Großmarkt im inzwischen 15. Jahr inmitten des großen Gemeinschaftsstandes des Deutschen Frische-Märkte-Verbandes GFI. Im vergangenen Jahr kamen über 75.000 Besucher aus mehr als 130 Ländern zur Fruit Logistica, auf der rund 3.000 Aussteller aller Kontinente vertreten waren. Für 2018 rechnet der Veranstalter mit einem noch größeren Zuspruch. MSV-Frauen verstärken sich für die Rückrunde. Der MSV Duisburg hat die Bundesliga-erfahrene Stürmerin Genoveva Annonmann verpflichtet. Die 28-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Sie stand zwischen 2009 und 2011 zuerst beim USV Jena unter Vertrag und schoss in 50 Spielen 37 Tore. Später stürmte sie für Potsdam und knipste dort ganze 60 Mal in 79 Spielen. 2012 wurde sie als Torschützenkönigin ausgezeichnet. Die Frauenmannschaft des MSV braucht dringend neue Impulse. Nach 9 Spielen ohne Punkt stehen die Zebra-Damen auf dem letzten Rang. Am kommenden Sonntag, den 4. Februar, wollen sie im Nachholspiel gegen den SC Sand die Aufholjagd starten.
Das Wetter in Duisburg zeigte sich heute mit anhaltenden Regenschauern und kühlen Temperaturen von 1 bis 5 Grad. Morgen kann es auch etwas Regen geben, aber teilweise kommt auch die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad. Das Wochenende startet wolkig, verregnet und eisig bei Werten von 0 bis 5 Grad. Auch am Sonntag kann sich die Sonne nicht durchsetzen, doch es bleibt zumindest trocken bei 2 bis 5 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Duisburger, aufgepasst, in einigen Teilen der Stadt wird wieder geblitzt. Radarmessstellen stehen morgen unter anderem auf der Bruchstraße in Alt-Homberg und auf der Sophienstraße in Neumühl. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. Auf der Mündelheimer Straße in Huckingen werden Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt. Dort gibt es eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Kaiserswerther Straße. Je nach Bauphase wechselt das Einbahnstraßenschild die Seiten. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende November andauern. Zudem werden in der Grazer Straße in Buchholz zwischen Münchener Straße und Sudettenstraße Arbeiten an der Fernwärmeleitung durchgeführt. Dazu ist eine Fahrspur gesperrt und die Grazer Straße wird in Fahrtrichtung Sudettenstraße als Einbahnstraße beschildert. Die Gegenrichtung wird umgeleitet. Die Arbeiten werden hier voraussichtlich bis Ende Mai beendet sein. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.